Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football 2024. Das wird auch zugleich die letzte Folge sein dieser Demo. Wir haben jetzt 5 Folgen gespielt, gesehen. Ich denke mal, im Großen und Ganzen alles das, was wir sehen wollten, haben wir auch gesehen. Viel Neues mit dabei, Altes ist bestehen geblieben. Das Grundkonzept, der Kern, ist dasselbe wie im ersten Teil. Und die neuen Funktionen sind ganz nett, ja? Erweitern natürlich dann auch das ganze Spielgeschehen. Die 3D-Szene, da kann man sich streiten, ob man sie braucht oder nicht. Ist ganz nett anzuschauen. Ja, und wir machen jetzt noch weiter, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen vorgespielt. Habe sogar einen Punkt geholt zwischendrin. Wahnsinn. Irre. Und jetzt geht's also weiter. Mal gucken. Wir senden mal den hier hin. So. Wieder hier das altbekannte. Genau. Halt. Ja, ich muss sagen, in den letzten Spielen haben wir mehr Stabilität gewonnen. Wir verlieren nicht mehr so hoch. Das ist interessant. So, wir halten uns wieder hier in diese Übersicht. Das Mittelfeld ist wieder zu schwach besetzt. Wenn ich jetzt auf Dreierkette wechsle. Haben wir immer noch keine Chance. Warte mal, das kann es nicht sein. Okay. Okay. Novak spielt hier, ja, genau, so machen wir das. Ja. Ah, der ist gesperrt, ne? Sind beide gesperrt hier, Scheiße. Das ist blöd. Na gut, okay, jetzt muss halt hier spielen, gibt nichts. Ja, machen wir das so. Ja. Wir spielen genau so, würde ich sagen. So. Ich denke mal, das ist eine gute Aufstellung. Mal gucken. Keine Manndeckung und go. Ah, wir führen schon wieder. Wahnsinn. Das zweite Tor. Wir haben noch nie 2 Tore erzielt. Wahnsinn. Ja, war schön.
Ja, wie gewonnen und zerronnen. Aber Penalty Kick. Ja. So, müssen wir den Tabak loben. Schade, jetzt geht's dahin. Hat so gut angefangen. Komm, pfeif ab. Ist schon wurscht. Einmal geführt. Noch nie passiert in dem Spiel. Und dann verlierst du noch 2-5. Wahnsinn. Ja, sah gut aus. Nur schlecht gespielt. So, nächste Woche. Tor des Monats. Mm-hmm.
der Rookie des Monats. Immer wieder. Sehr gut, Dominik Grosch. Okay, gut, machen wir so. Das ist jetzt wieder der DFB-Pokal. Für uns unwichtig. Yes. Neues Level, perfekt. Oh. Schade. Okay, das war's. Was? Ach so, die wollen ein Spieler haben. Nee. Machen wir was anders hier. Nee, wir spielen. So machen wir das Ganze. Leider sind nur zwei gesperrt. Nicht so toll. Gesperrt. Nee, das ist links vorne. So, wir probieren es mal so, würde ich sagen. So. Nee. Novak und
Genau. Wir haben keine Chancen, das ist das Problem wieder. Da spielt der Genie da hinten eigentlich. Verstehe ich nicht. Rote Karte bekommt er schon wieder. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Die dritte schon insgesamt. Oh, meine Fresse. Leute. Ui. Ah. Eine Chance haben wir gehabt. Verrückt. Eine Chance. Weiter geht's. Ein Tor noch, komm, unentschieden vielleicht. Nee. Leider nicht. Nö. Das war's. So, Gerichtsverhandlungen, wir sagen Einspruch, vier Matches bleibt, okay.
Guck mal das hier. Nein, will ich nicht verkaufen. So, nächstes Spiel. Wird nicht besser. So. Drei gesperrt, einer verletzt. Na brau, das kann was werden. Da ist der Kleine. Warte, wir stellen mal um auf Viererkette wieder, würde ich sagen. Ja. Defensiv nochmal. Hör mal. Hier so. Ja, wie schon sagen, oder? Hinten haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Greif verletzt. Warte mal, was anders. So.
Also jetzt haben wir schon Pech, ne? Mittlerweile. Vielleicht passt das Balancing noch nicht so ganz in dem Spiel. Ist ja erst die Demo-Version, ja? Ist klar. Also langsam weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Dass wir hier erfolgreich sein können. Tja. Over the bar. Okay. Nö, es bleibt beim 0-1, schade. Aber es ist halt, ne? Steigerung U19, okay, gut. So, was haben wir hier? Zwei Spiele in Folge. Okay, dann mal los, würde ich sagen, oder? Zum Abschluss dieser Folge. Und der Demo, nochmal zwei Spiele hintereinander. Gesperrt. Jetzt ist es blöd.
Wir bleiben so, würde ich sagen. Ja, wir bleiben so. Nehmen wir es mal. Oh, eine Chance. Noch eine. Komm, eine Chance noch. Vor der Pause vielleicht. Eigentlich ihr, wir. Da sind sie wieder, die Gegentore. Nächste rote Karte. Das ist so. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, das ist schon wurscht. Nächste rote Karte. Ja, sag mal, wie viele rote Karten wollen wir noch haben hier? Können wir gleich aufhören? Meine Fresse. Wahnsinn. Nee. Metallica rein. Tabak. Ah, 1-1. Was ist jetzt los? Mit zwei Mann weniger. Was für ein Spiel. Und das so bleibt. Wahnsinn. Kann mir gar nicht vorstellen. Schuss nochmal. Ja.
come on. Ja, vorbei. Ach ja. Das war's. Okay. Letztes Spiel in der Demo gegen Meuselwitz, oder? Sein, ja. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Ich würde gerne mal hier dieses Chance Flicker mal anschauen, was das hier ist. Okay, nee. Passiert nichts. Einstellungen. Ah ja. Oh, 1-1 steht's hier. Novak, exzellent. Oh, wir führen. Sollten wir zum Abschluss noch mal einen Sieg einfahren, oder? Wahnsinn. Yes! Zum Abschluss gewinnen wir dieses Spiel noch mal. Wahnsinn. Juhu, es geht doch. Ja. Möchtest du glauben, ne? So, aber jetzt ist diese Folge vorbei. Und die Demo endet hier. Ja, mir macht Spaß. Ne? Ich hoffe, dass wir dann, wenn wir Let's Plays hier starten, erfolgreicher sein werden. Ist auch klar, ne? Weil so wird es nichts
werden. Auf Dauer. Ich weiß nicht, ob ich das hier weiterspielen werde oder ob ich dann vielleicht auch von vorne anfange. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Na gut, ich würde sagen an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen, Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von We Are Football 2024 und anderen interessanten Spielern beim Kanal. Rechts oben die Playlist für alle Demo-Folgen. Ja, und dann sage ich an der Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.